Was geht, Freunde? Ihr habt richtig gelesen. Mit diesem Video will ich euch sagen, danke für alles. Danke für alles die letzten 2 Jahre. Dieses Video wird ein Abschied, aber kein Ende. Jetzt werden die ein oder anderen von euch sagen, dass ich damals schon mal mich verabschiedet habe. Ja, das stimmt. Ich habe das schon mal gesagt. Und ich habe euch damals auch gesagt, dass ich wiederkommen werde. Nach 2, 3, 4 Wochen, wann auch immer. Bloß dieses Mal musste ich schon wieder, also jetzt muss ich mich schon wieder verabschieden, weil ich das nicht einfach mache, weil ich Lust darauf habe oder weiß ich was, sondern wenn die Sachen im Hintergrund so viel werden, dass ich sie in der Öffentlichkeit nicht mehr zurückhalten kann. Und ihr wisst, ich bin immer ehrlich zu euch und real. Wenn ich ein Video drehe, wie ein Künstler in seinem Element und fühle das, was ich sage. Und das geht nun mal nicht mehr und heute will ich ehrlich zu euch sein. Falls ihr mich länger verfolgt oder mich feiert oder mich auch nicht feiert, hört mir bitte bis zum Ende zu, damit ihr alles versteht. Denn heute liege ich alles. Mein Name lautet Ahmad. Ich bin 20 Jahre alt und ja, ich bin alleine. Was ja auch nichts Schlimmes ist. Das ist relativ normal und auch alleine kann man sehr, sehr glücklich sein. Schaut euch dazu bitte meine Playlist an, falls ihr selber alleine seid. Ja, auch alleine kann man glücklich sein. Ihr wisst, ich bin schon alleine, seitdem ich klein bin. Das bedeutet, anders als viele von euch vielleicht, habe ich mich früh schon daran gewöhnt, alleine zu sein und habe auch fast alle Dinge alleine gemacht. Ab und zu mal hat mir mein großer Bruder geholfen, weil er so, sag ich mal, mein Anker ist da draußen so. Ich weiß nicht, ich glaube an manchen Stellen wäre mein großer Bruder nicht da gewesen, dann wäre ich nicht mehr da gewesen. Also der war auf jeden Fall eine große Hilfe. Und ich habe mir gedacht so, dass ich mir zum Beispiel Hilfe suche. Und da habe ich mir einen Cutter gesucht und habe den zum Beispiel eingestellt, damit er meine Videos cuttet, einen Thumbnail-Macher, weil ich das sowieso selber nicht kann von Anfang an. Und ja, bei dem Cutter kommen wir schon zum ersten Problem. Ich hatte 1, 2 Cutter, das waren die größten Untermenschen auf diesem Planeten, aber nur für eine sehr, sehr kurze Zeit wirklich. Die haben Sachen abgezogen. Ich will nicht mal darauf eingehen, weil das wirklich gestört ist. Aber dann hatte ich einen richtigen Cutter gefunden, so mit dem ich auch mich verstanden habe. So. Und das ist auch ein sehr ehrenvoller Mensch. Nicht falsch verstehen, nicht er ist das Problem, sondern das Problem war meine Denkweise, die mir mein großer Bruder immer wieder ans Herz gelegt hat, dass sie nicht funktionieren wird. Er hat mir gesagt, wenn du immer in einer Welt der Ungerechtigkeit nach Wahrheit strebst, dann wirst du scheitern. Das hat er so nicht gesagt. Das habe ich mir in meinem Kopf dann ausgemalt mit den Sachen, die er mir gesagt hat, um das richtig zu sagen. Und ich habe nicht verstanden, was er gemeint hat. Und ich habe immer eine Sache verfolgt. Das wisst ihr, seitdem ich Social Media mache. Ich habe gesagt, ich will, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Seit Anfang an habe ich damit auf TikTok angefangen. Ich habe Videos gedreht, wo ich über Persönlichkeitsentwicklung rede, wo ich die Wahrheit über euch selbst zeigen wollte, wo ich euch helfen wollte. Und ich habe mir gedacht, ich will, aus irgendeinem Grund habe ich diesen Gerechtigkeitssinn in mir. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß mittlerweile warum. Und warum ich mich verkalkuliert habe und warum ich das getan habe, werde ich euch jetzt sagen. Ich habe nur daran gedacht, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, auf meine eigenen Kosten sogar. Mein Bruder hat immer gesagt, denk an dich selbst, aber ich habe nicht an mich selbst gedacht. Ich dachte nur an die Wahrheit und an euch. Ich dachte, wenn ich euch alles gebe, dann kriege ich auch zurück. Und ich habe den Cutter halt eingestellt, damit ich 3 Videos pro Woche rausballern kann. Ihr wisst, ich bin, weiß nicht, ich bin kein Kuchen-TV, ich lese mir keine 2 Wikipedia-Seiten durch und baller dann ein Video raus, sondern ich habe wirklich da intensiv Zeit reingesteckt. Weiß nicht, zum Beispiel letztens erst mein Andrew Tate-Video, es ging 40 Minuten fertig. Da könnt ihr ja vorstellen, wie viele Tage Arbeit hinter so einem Video steckt. Und ganz kurz 3 Videos pro Woche. Ich bin kein Reaction-Kanal wie die ganzen anderen. Ich setze mich hin, ich skripte, ich suche Informationen tagelang, vielleicht sogar manchmal wochenlang oder manchmal sogar monatelang raus und baller dann ein Video raus. So. Deswegen brauchte ich einen Cutter, um das zu realisieren, damit ich mich nur auf meine Arbeit konzentrieren kann. Ich dachte, wenn man der Wahrheit nachgeht, dann wird sich das auszahlen. Was ist passiert nach einer Zeit? Ihr könnt euch vorstellen, wenn zum Beispiel ein Real Talk wie du bist ein Versager, das 13.000 Aufrufe macht, dann sind das ungefähr, ich will völlig ehrlich mit euch sein, ich liege heute alles, 50 Euro. Okay? Ihr könnt davon ausgehen, dass der Cutter dann die gesamten Einnahmen, die ich erzielt habe, auch bekommen hat. Ich will ja jemanden nicht, 10 Euro pro Video geben oder so. Das wäre ja nicht gerecht. Natürlich wäre es cool, wenn jemand das gratis macht, aber es ist auch mehr, weil er mich feiert. Aber ich wollte ihn natürlich bezahlen so. Und dann ist das ganze Geld an ihn gegangen von den YouTube-Einnahmen. Deswegen war das immer so lustig, als während des kurzzeitigen Beefs mit ein paar YouTubern gesagt worden ist, dass ich das fürs Geld oder die Klicks mache. Nein, Mann, ich habe davon keinen Cent fast gesehen. Ich habe davon ein paar Kleinigkeiten bekommen. Viele haben mich auch gefragt, womit verdienst du eigentlich dein Geld, Ahmad? Wie überlebst du eigentlich? Und die wussten dabei noch nicht mal, dass mein Cutter das ganze Geld kriegt. Fast das ganze Geld, also den Großteil auf jeden Fall. Und die haben sich gefragt, womit ich überlebe. Ich hatte schon lange kein Geld mehr und ich habe Dinge getan, über die ich hier nicht reden möchte. Viele dachten, weil ich umherreise und so weiter, dass ich mehr Geld habe. Ich habe mit dem Umherreisen viel weniger Geld gezahlt, als jeder einzelne von euch in Deutschland zahlt. Ihr könnt euch vorstellen, dass eine Wohnung in Thailand 1000-mal günstiger ist. Meine höchsten Ausgaben waren nur die Flüge. Die beliefen sich auch nicht auf viel. Ich habe Flüge genommen, da hatte ich weniger Platz als eine Bio-Kuh. Ich habe meine Ausgaben Minimum gehalten, aber es ist
ist das Geld ausgegangen und ich, wie gesagt, ich musste einige Dinge tun, über die ich hier nicht reden möchte, weil es zu privat ist. Ja, ich musste dann mich auf jeden Fall um meine finanziellen Notlagen kümmern. Das habe ich auch gemacht und ich habe weiter für die Wahrheit eingestanden. Irgendwann mal wurde meine Nase gebrochen und das hat mir dann wirklich das Genick gebrochen. Nicht wortwörtlich, aber das war dann finanziell, hat mir das Genick gebrochen, nachdem meine Nase gebrochen worden ist. Und ich geglaubt habe, dass ich mich verkalkuliert habe, ich keine Krankenversicherung hatte und mehrere 3000 Euro zahlen musste. Dann kamen noch im Hintergrund Sachen, die ihr nicht mitbekommen habt. Ich habe Mahnungen gekriegt von den letzten 3 Jahren. Ja, einiges bekommen und ich wollte nie Geld von meinem Bruder leihen. Für die Nase hat er mir dann das Geld überwiesen gehabt zu dem Zeitpunkt. Und für alles andere habe ich ihm nichts gesagt, weil ich dachte schon, wenn er mir das für die Nase gegeben hat, bin ich einfach ruhig und habe auf jeden Fall andere Dinge gemacht, um an das Geld zu kommen. Und immer wieder haben mir Freunde gesagt, warum beschäftigst du dich zum Beispiel mit so kaputten YouTubern oder so kaputten Themen? Warum machst du dir die Kopfschmerzen, wenn anders als alle anderen Leute, anders als sie denken, du gar nichts daraus bekommst? Du bekommst gar nichts. Du machst dir den Kopf kaputt auf Social Media und bekommst gar nichts. Und was die Leute nicht wissen, ich musste mir privat die ganze Zeit auch den Kopf kaputt machen. Ein paar Sachen sind immer leider ans Tageslicht gedrungen, weil, weiß ich nicht, ich konnte das nicht zurückhalten. Aber ich habe es sogar vor meinem großen Bruder zurückgehalten, weil ich mich ein bisschen geschämt habe davor. Ich wollte einfach zeigen, dass ich es alleine hinkriege. Habe ich auch am Ende des Tages. Aber es war hart, die letzten Monate, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe es überlebt. Es ist dann irgendwann mal so schlimm geworden, dass etwas angefangen hat, sich in mir zu verändern, was ich niemals gedacht hätte. Ihr wisst, ich war die ganze Zeit alleine das halbe Jahr. Ab und zu mal habe ich Leute kennengelernt. So. Ich war aber eher immer passiv. Ich weiß nicht, der ach so fröhliche Ahmad hat irgendwie aufgehört, andere Leute kennenlernen zu wollen. Obwohl ich immer so jemand war, der ist reingecrashed in den Raum. Ja, habe immer gelächelt, habe immer so alle genervt. Ich wisst, ich war das ADHS-gestörte Kind. Aber irgendwie hat sich alles geändert durch die situationsbedingt, da ich gelernt habe, was es bedeutet, erwachsen zu sein, erwachsen zu werden und zwar Verantwortung übernehmen zu müssen. Und ja, das war gar nicht mal so leicht, wie ich gedacht habe. Und ich habe auch mit meinem Cutter oft geschrieben und der hat mir gesagt, ey, warum schläfst du nicht und so. Der hat es ab und zu mal mitbekommen, weil ich ihn halt immer so Kommandos gegeben habe oder Fragen beantwortet habe. Der hat dann auch gesehen, dass ich oft, also dauerhaft wach war. Keine Ahnung, ein paar Leute von euch haben mir auch geschrieben, warum ich 6 Uhr nachts wach bin auf Insta und dann 10 Uhr und dann 14 Uhr und dann 18 Uhr. Ja, das liegt daran, weil ich sehr schlimme Albträume hatte. Das waren so komische Träume. Ich will auf jeden Fall nicht genauer darauf eingehen. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr intensive Träume. Und ich bin oft aufgewacht. Ich weiß selber nicht warum. Und irgendwann mal, was ich gerade gemeint habe, habe ich einen Status erreicht, den ich nie hätte gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Status erreiche. Ich habe angefangen, nicht zu essen. Und das hat mich selber gewundert, warum so. Ich hatte einfach keinen Appetit eine Zeit lang. Und dann habe ich angefangen, nur Süßigkeiten zu essen. Weil ich hatte gar keinen Appetit mehr, obwohl ich ein Mensch bin. Ich bin seitdem ich klein bin dick. Ich habe euch schon andere Geschichten von mir erzählt, wo ich gemobbt worden bin, als ich klein war, weil ich dick war und ganz viele andere Dinge, nicht nur weil ich dick war, sondern weil ich komisch war als alle anderen. Und ja, ich habe irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben meinen Appetit verloren. Ich habe irgendwie alles verloren. So, und ich wusste nicht warum, weil mein Appetit war so das Letzte, was mir geblieben ist. Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Und damit ich Hauptsache irgendwas esse, habe ich angefangen, die ganze Zeit Süßigkeiten zu essen. Und das, was daraus resultierte, ist, dass ich meine Muskelmasse verloren habe, aber trotzdem zugenommen habe und Fett zugenommen habe. Also ich habe quasi Muskelmasse und Fett getauscht miteinander, weil ich die ganze Zeit, um noch irgendwas zu schmecken, habe ich nur noch Süßigkeiten gegessen, weil weiß ich nicht, also das war das Einzige, was ich runterbekommen habe. Ich habe manchmal dann so noch versucht, ich habe so ganze Hähnchen geholt, ein ganzes Hähnchen am Abend, als ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und habe versucht, das einfach runterzuschlucken, um das Eiweiß reinzukriegen. Aber das Eiweiß habe ich schon lange nicht mehr reingekriegt. Also es ging wirklich immer weiter bergab. Aber auf Social Media habe ich versucht, alles aufrechtzuerhalten und habe die Videos geballert, habe mir Mühe gegeben und es lief alles auf Social Media. Dann kamen aber auf Social Media auch Probleme. Leute wie Same Baby, wisst ihr, die kriminell geworden sind, gegenüber mir, dann Leute wie Nona Kanal, die mich gestrikt haben, dann andere, ganz viele andere YouTuber, so wurden mir viele Steine in den Weg gelegt, aber insgesamt kann man sagen, es hat alles funktioniert und ich konnte durchziehen, aber wie ihr gemerkt habt an den ganzen Erzählungen, ich habe mich verkalkuliert. Ich habe nicht mehr an mich selbst gedacht und nur noch an die Wahrheit gedacht und ich weiß nicht warum, weil am Ende des Tages, ich will nicht sagen, dass ihr undankbar seid, weil ihr gerade mir zuhört bis hierhin, aber ich will sagen, dass die meisten Menschen da draußen vollkommen undankbar sind. Ich wurde auf TikTok gesperrt, mittlerweile bin ich schon wieder entsperrt, in einem Jahr über 20 Accounts gemacht und immer wieder habe ich so Kommentare gelesen, ab und zu mal bei irgendwelchen Themen, weiß nicht, lass sie doch in Ruhe, Ahmad hat sich verändert und so, irgend so ein Quatsch. Das heißt, ich sitze hier, ich opfere alles in dieses Social Media rein, weil es meine Leidenschaft ist und die Leute schätzen das gar nicht wert, habe ich gesehen. Und natürlich gibt es viele, die es wertschätzen, aber in dem Moment guckt man nur auf diese ganzen Leute, die du siehst in den Kommentaren, die das gar nicht wertschätzen, die dir sogar Sachen unterstellen, die fernab von der Realität sind, die dir sagen, du machst das für Klicks und so, Mann, du
Wofür mache ich das denn für Klicks? Die Klicks haben mir nichts gebracht. Ich habe dadurch nichts bekommen. Gar nichts. Ich habe die Abonnenten doch immer wieder verloren, dadurch, dass meine Accounts gesperrt werden. Ich habe nie Geld bekommen. Ich habe das gemacht, ohne Geld oder irgendeine andere Gegenleistung zu bekommen. Und das Einzige, was ich wollte, war Dankbarkeit. Und nicht mal das habe ich bekommen. Nicht mal das. Und ich habe euch ja gesagt, was ich alles dafür aufgeopfert habe. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich bis heute mein Knie nicht behandeln kann und es immer noch wehtut, dauerhaft, weil ich kein Geld dafür habe. Aber das Geld war mir nie wichtig. Ich habe nie was fürs Geld gemacht und deswegen habe ich einfach die Fresse gehalten und ich habe mich nie beschwert. Habt ihr jemals gehört, dass ich gesagt habe, spendet mir Geld oder sonstiges? Ich habe nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht. Ich habe Kanalmitgliedschaft angemacht und es haben 5 Leute sind Kanalmitglied geworden. Ich habe nie nach Geld gefragt oder sonstiges. Ich hätte nach Geld fragen können. Ich habe sogar nachdem ich gesehen habe, dass andere Leute einen PayPal-Link bei sich drin haben, habe ich dann einfach ohne was zu sagen einen PayPal-Link bei mir reingemacht. Also ganz normal, man kann halt einen hinzufügen. Und da habe ich gesehen, spenden mir Leute auf einmal innerhalb von Minuten Geld und so weiter. Und ich hätte bei meinem Video sagen können, meine Knochen wurden gebrochen. Ich hätte sagen können, ey, so und so spendet mir Geld. Es haben mir so viele Leute geschrieben, wir wollen eine Geldspende. Ich habe keinen einzigen Cent angenommen. Weil ich euch immer gesagt habe, schafft es alleine. Und dafür stehe ich, dass jeder einzelne von euch in der Lage ist, alles in seinem Leben mit seinen eigenen Händen zu verändern. Und deswegen habe ich das selber auch versucht, bis ich mehr oder weniger daran zerbrochen bin. Aber am Ende des Tages sitze ich hier und habe mich selber wieder zusammengebastelt und ich habe es mehr oder weniger geschafft. Und ihr wisst, in so welchen Situationen, bei Albträumen, bei ganz vielen Dingen, haben die meisten Menschen den Drang dazu, eine Sucht zu entwickeln, um aus der Realität zu entkommen. Sie nehmen meistens Drogen. Und ich habe auch eine Sucht, aber keine Drogen, weil ich gesehen habe, wie das in meiner eigenen Familie, was das bei jemandem angestellt hat. Und deswegen habe ich immer die Finger davon gelassen und nie Drogen genommen oder sonstiges. Aber ich habe auch eine Sucht entwickelt, um nicht der Realität zu entfliehen, aber es um irgendwie es ansatzweise zu kompensieren, was alles drumherum passiert. Weil ich sage euch ehrlich, dieses YouTube-Ding interessiert mich gar nicht so. Selbst wenn da hunderte YouTuber sind, viele denken immer, das interessiert mich oder so. Irgendwelche YouTuber so interessieren mich nicht, auch was auf Social Media generell passiert, wenn ich über irgendeine Nona-Kanal oder sowas rede, dann interessiert mich diese jeweilige Person wirklich einen Scheißdreck. Ich meine das ernst. Das ist, glaube ich, die Leute denken, das interessiert mich, weil sie nie richtige Probleme in ihrem Leben hatten. Wenn mich etwas interessiert, dann sind das meine eigenen Probleme aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit, wo es um Überleben ging. Mich interessiert so eine Online-Scheiße nicht. Das ist das Gute, dass ich von der anderen Scheiße so abgehärtet bin, dass es für mich hier ein Kindergarten ist. Aber was dann hart war, ist, mit den eigenen Gedanken im Kopf klarzukommen. Und dann habe ich auch eine Sucht entwickelt, um das zu kompensieren, wie gesagt. Und das war auch schwer für mich. Ist es immer noch, aber man versucht mehr und mehr natürlich davon wegzukommen. Und ich drehe dieses Video nicht, um euch zu sagen, dass ich finanzielle Probleme hatte oder dass ich ausgelaugt war, dass es mir schlecht ging und blablabla. Deswegen drehe ich das alles gar nicht. Das kann euch eigentlich relativ egal sein, am Arsch vorbeigehen. Das kann euch, ich sage euch das einerseits, damit ihr versteht, dass ich mich in euch hineinversetzen kann, falls es euch schlecht geht und so weiter. Ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und so trete ich auch in der Öffentlichkeit auf. Aber nur weil jemand selbstbewusst ist, okay, heißt es nicht, dass er nicht auch Probleme hat. Die meisten von euch zeigen euch nur nicht diese Probleme, weil sie sich angreifbar machen. Ihr wisst, dutzende YouTuber haben das zum Beispiel als Angriffsfläche genutzt, als ich gesagt habe, dass ich auch gemobbt wurde. Und dann haben die auf einmal gesagt, ey Ahmad, du wurdest doch auch gemobbt, weil du dick warst. Du darfst also keine Witze über die machen. Die instrumentalisieren meinen Schmerz, um ihn gegen mich als Waffe zu verwenden. Und deswegen haben die meisten nicht die Eier in der Hose, zuzugeben und ehrlich zu euch zu sein und sich hinzustellen und zu sagen, ey, ich bin stark und ich bin ein starker Mann, aber es macht mich zu einem noch stärkeren Mann, meine Schwächen zu zeigen, weil ich die Gefahr und die Konsequenz eingehe, dass jemand genau diese Schwächen nutzt und Salz in die Wunde streut. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch eine persönlichere Sache erzählen, die ich euch nie erzählt habe. Eigentlich wollte ich mir das aufheben für ein anderes Video, aber viele von euch haben mich das gefragt und es passt gerade sehr, sehr gut dazu, was ich euch sagen möchte und was ich euch die ganze Zeit gesagt habe. Und zwar gab es eine Zeit lang, wo ich euch in meinem letzten Video erzählt habe, wir müssen reden, dass alleine unterwegs war, okay? Ich war alleine, seitdem ich 12 bin, habe ich euch gesagt, habe da auch alleine gewohnt, okay? Und ich bin in der Zeit umhergezogen. Oft umhergezogen, aber ich war auch in der Zeit oft bei meinem großen Bruder. Mein großer Bruder war, wie gesagt, mein Hafen, an den ich anfuhr, wie ein Boot. Und irgendwann mal mit 15 ist mein Bruder weggegangen. Das heißt, die einzige Person, die in dem Zeitpunkt da war, ich habe mich immer mit meinem großen Bruder gestritten, weil ihr wisst, pubertierende Kinder, vor allem pubertierende Kinder mit so einer, weiß nicht, traumatischen Vergangenheit wie ich, auf die ich vielleicht irgendwann mal eingehen werde, die sind nun mal schwer. Und ich hatte immer Streit mit meinem großen Bruder, weil er ist ja auch nicht ohne. Also mein Bruder hat wahrscheinlich noch eine 10-mal traumatischere Vergangenheit als ich. Ich will gar kein Urteil darüber bilden. Wir sind einen unterschiedlichen Weg gegangen, weil es bei mir früher geendet hat. Ich musste einen anderen Weg gehen. Aber ich kann mir vorstellen, für meinen Bruder ist es sogar noch viel schlimmer als für mich. Aber auf jeden Fall hatten wir beide eher ein traumatischeres Erlebnis in der Kindheit. Ja, ich bin meinen Weg gegangen und das sind sehr persönliche Dinge, die ich euch jetzt gerade erzähle. Deswegen fällt mir das auch ein bisschen schwer. Ich will auch gar nicht genau darauf eingehen in diesem Video, weil ich euch schon einiges erzählt habe. Aber in der Zeit bin ich umhergezogen und ich wusste
nie, wie es ist, ein Zuhause zu haben, okay? Ich wusste nicht, wie das ist. Und ab und zu mal habe ich, wie gesagt, bei meinem Bruder gelebt, dann ist er weggezogen und mit 15 musste ich dann auf eigenen Beinen stehen. Und als ich alleine dort saß, habe ich auf einmal ein Flashback bekommen, wie als ich 15 war. Aus irgendeinem Grund wurde ich in die Vergangenheit zurückgeworfen, als ich 20 war, jetzt 5 Jahre später. Saß ich alleine auf diesem Bett und hatte irgendwie das Gefühl, als ich auch in Asien umhergezogen bin, dass ich wieder genau dort bin, wo ich mit 15 war. Hilflos, schwach und am Umherziehen. Und aus irgendeinem Grund hat sich das Ganze dann kollabiert. Wie so ein Flashback. Es ist explodiert und kollidiert wie eine Explosion. Und das ist das, warum ich euch das erzähle. Der Zusammenhang davon. Irgendwie hat mich das zurückgeworfen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht genauer darauf eingehen werde. Ich werde, wenn ich zurückkomme, genauer darauf eingehen, weil ich selber das, ja, dieses Jahr auf jeden Fall noch aufarbeiten will. Aber ich werde auf jeden Fall genau darauf eingehen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe auf jeden Fall sehr schlimme Dinge gesehen in der Zeit. Viele Leute wie mein großer Bruder oder meine Freunde denken, sie wissen irgendwas über mich. Aber das Ding ist, sie wissen fast gar nichts. Meine Freunde wissen genauso viel wie ihr. Und mein großer Bruder weiß vielleicht ein bisschen mehr. Aber all diese Menschen bedenken immer, ich war alleine zu dem Zeitpunkt. Ich war die ganze Zeit alleine. Klar, ich bin ein sehr redefreudiger Mensch und ich habe denen vieles erzählt. Aber ich habe immer so viel zurückgehalten, weil ich es irgendwie nicht erzählen konnte. Warum ich euch das erzähle, ist all das, damit ihr versteht, dass im Hintergrund immer mehr passiert, als ihr glaubt. Und im Hintergrund passiert gerade so viel, dass ich meine Sachen zusammenregeln muss. Und genauso wie, als ich mit 15 dort saß und eine Entscheidung getroffen habe, zu der ich noch ein Video machen werde bald, genauso saß ich jetzt mit 20 dort und habe eine Entscheidung getroffen letztes Jahr. Und diese Entscheidung werdet ihr bald sehen auf meinem Instagram. Es ist jetzt keine Werbung, ich mache nie Werbung für mein Instagram, hört sich gerade so an. Aber das ist halt der einzige Ort, wo ihr alle seid. Dort werde ich das die nächsten Wochen offenlegen, weil ich werde jetzt erstmal verschwinden für eine Woche oder 2 Wochen. Also auf Instagram, auf YouTube wird es wahrscheinlich noch viel länger dauern, werde ich verschwinden. Und wenn ich dann zurückkomme, werde ich auf Instagram eine Story machen und leaken, was ich meine. Denn ich habe meine Entscheidung getroffen und zwar genauso wie in der Vergangenheit, dass ich alle meine Probleme in die Hand nehme und sie lösen werde. Und ich habe sie gelöst. Ich habe einige Sachen auf die Beine gestellt, die meine Probleme lösen werden. Und ich habe all das, was mein Leid war, zu meinem Vorteil ausgenutzt. Ich habe gelernt, ich habe Sachen aufgebaut und im Hintergrund sehr, sehr viel aufgebaut, was die einen oder anderen vielleicht schocken wird. Und dadurch werden sich zu 100% meine Probleme lösen und ich werde sogar damit die Probleme von vielen anderen Menschen auch lösen können. Und deswegen kann ich nur an jeden appellieren, der mich feiert, auch seid auf Instagram auf jeden Fall dabei. Und es ist mir egal, ob manche da draußen undankbar sind. Trotzdem seid ihr für mich wie eine Familie und trotzdem sage ich immer Familie Ahmad, weil wen habe ich sonst außer euch und meinen großen Bruder? Und ihr wart immer für mich da. Und deswegen bin ich auch für euch da. Und ja, wie ein Disney-Film wird das auch ein Happy End haben. Damit will ich euch zeigen, all der Leid und all die Qual. Genauso wie zum Beispiel bei Naruto, warum ich euch sage, dass ich Animes so feiere. Dass er all sein Leben lang so einen qualvollen Weg gegangen ist, bis er irgendwann mal sein Ziel am Ende erreicht hat und immer mehr Freunde auf diesem Weg bekommen hat. Und genau in dem Sinne, ich will das nicht mehr so lange machen, will ich euch nur sagen, vergiss niemals, die wichtigste Person auf dieser Welt zu vernachlässigen. Und das seid ihr selbst. Und ich habe das aus Versehen getan. Ich habe mich selbst vernachlässigt. Und ich habe das vergessen, wofür ich das am meisten getan habe. Ich habe vergessen, wofür man lebt. Und damit man lebt und damit man etwas schafft, muss man sich ein Ziel suchen. Einen Grund, warum. Denn dieser Grund, warum wird euch jeden Morgen dazu bringen, aus dem Bett aufzustehen und das zu schaffen, was ihr schaffen möchtet. Und ich hatte keinen Grund mehr. Ich war wie ein Fähnchen im Wind. Doch jetzt habe ich zumindest keinen Grund, aber ein Ziel, auf das ich hinarbeiten werde. Und ein Ziel, was ich sowas von auseinandernehmen werde, meine Freunde. Und zwar mit euch zusammen. YouTube ist meine Leidenschaft. Am liebsten würde ich gar nicht aufhören, aber ich muss leider, weil ich, wie gesagt, zu wenig an mich selbst gedacht habe und zu viel an euch. Ich habe ja sogar teilweise manchmal Zuschauer beschenkt und so, während ich sogar selbst nichts hatte. Ja, es wird Zeit nicht mehr zu überleben, sondern zu leben. Und das werde ich anfangen, meine Freunde, damit ich für euch der bessere Ahmad sein kann. Beziehungsweise der klar denkendere Ahmad. Denn ich habe gemerkt, ich bin der Wahrheit so sehr hinterhergerannt, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die der Wahrheit nicht mehr gefallen würden. Deswegen, vielleicht ist die Wahrheit auch einfach, an sich selbst mal zu denken und zur Ruhe zu kommen. Und das werde ich tun und danach geht es richtig los. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich weg sein werde. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass ich nicht in einer Woche wieder Videos machen werde. Auch wenn ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesagt habe, als ich gegangen bin, dass ich früh zurückkommen werde. Ich werde jetzt versuchen, so früh wieder wie nur möglich zurückzukommen, weil wie gesagt, YouTube ist meine Leidenschaft. Aber erwartet nicht, dass ich in einer Woche zurück bin. Ich versuche aber nicht allzu lange weg zu sein. Wartet auf mich, macht die Glocke an und wenn ich dann wieder zurück bin, werdet ihr mich sehen. Euch erwartet eine ganz neue Art von Content. So neu ist das gar nicht, sondern wo ich mich zu meinen Wurzeln zurückfinde. Weil viele Leute haben mich abgelenkt und es wird Zeit, wieder sich selbst zu fokussieren und sich auf den richtigen Content zu fokussieren und das wird wieder zurückkommen. In dem Sinne, bereitet euch vor und danach werden wir YouTube Deutschland auseinandernehmen und werden alles andere auseinandernehmen, wie wir schon davor getan haben. Ich meine, wir haben schon alles auseinandergenommen. Wir sind über 100.000 in so kurzer Zeit. An jeden Einzelnen da draußen, du bist nicht alleine. Egal welche Probleme du hast, egal was auch immer du da draußen hast, hier sitzt jemand vor dir, der schon durch viel Kacke gegangen ist, mit nur 20 Jahren an Lebensdauer und glaub mir, der wird
wird dir aus der Patsche helfen. Genau wie er sich selber jetzt aus der Patsche helfen wird. Ich reiche dir die Hand und es liegt an dir, ob du sie annimmst. Wir sehen uns bald und ich liebe euch. Genug geredet. Familie Ahmad, haut rein. Ciao.